stehen hier draußen und warten. Ja, ich bin hier in Ruhestand. Ich weiß nicht, was meine Kollegen da drin veranstalten im Augenblick. Jetzt sieht man, die Leute strömen. Ist halt was ganz Wichtiges zu sein. Einzug der Gladiatoren, würde ich sagen. Ne? Das ist heute das Highlight, natürlich für den Kongress auch. Das ist der offizielle Teil, die Politik, die uns die Ehre erweist, hier heute herzukommen. Und da sind wir natürlich auch ganz besonders stolz drauf. Aber natürlich wollen wir auch ein bisschen was hören, was die Politik uns so mitbringt. Denn es ist ja niemandem verborgen geblieben, dass der Polizeiberuf kein leichter Beruf ist. Und insofern erwarten wir heute auch ein paar klare Botschaften von der Politik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verbringe Ihnen die herzlichen Grüße der Bundesregierung. In der Sicherheitslage, in der wir uns befinden, will ich sagen, das ist nicht die Zeit, Personal bei Polizei abzubauen oder weiter abzubauen. Respekt gegenüber staatlichen Vertretern, Polizisten von Beleidigung bis roher Gewalt hinzu. Das ist auch meine Meinung. Und deswegen glaube ich, dass wir gut daran tun, wenn wir eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, ob nicht Respekt und Höflichkeit gegenüber anderen, erst recht gegenüber denjenigen, die für den Staat eine hoheitliche Funktion ausüben, unserer Gesellschaft gut tut. Das alleine verschafft ihnen noch keine Stellen, verschafft ihnen noch keine Beförderungschancen, verschafft ihnen noch keine bessere Schutzausrüstung, beschafft ihnen noch keine besseren Gesetze, mit denen sie arbeiten wollen. Ich will mich vor all diesen Debatten nicht drücken. Aber Unterstützung der Polizei besteht eben nicht nur in guten Haushalten und guten Gesetzen, sondern auch in Solidarität in guten und in schlechten Zeiten. Vielen Dank. Solange ich von Polizisten höre, dass sie sich Teile ihrer Ausrüstung selber kaufen und bezahlen müssen, ist jede Forderung nach einer Gesetzesverschärfung nichts anderes als ein Ablenken. Hat unsere Gesellschaft auch noch die hinreichend klare Vorstellung von dem, was Rechtsstaat ist? Und wenn das nicht so wäre, wäre das möglicherweise eine Erosionserscheinung, die wichtiger ist als Ausrüstungsdefizit. Wenn also uns ein Polizeibeamter gegenübersteht, dann steht uns unsere Republik gegenüber, unser Verfassungsstaat gegenüber und nicht zuerst jemand, den wir als feindliche Macht, als angemaßte Autorität verstehen dürfen. Jeder, der zur Polizei geht, weiß zwar, dass er einen gefahrgeneigten Beruf hat, aber das heißt nicht, dass man es akzeptiert, dass man Gewalt gegen sich selbst akzeptieren muss und eine Entmenschlichung erfährt. Das war ja auch der Grund, warum die junge Gruppe die Aktion Auf Mensch gestartet hat. Wir werden weiterhin Sprachrohr für ein Leben in Sicherheit bleiben, für die Bürgerinnen und Bürger, für dieses Staatswesen, aber insbesondere für unsere Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Das war ein ganz harmonischer, hervorragender, erfolgreicher Bundeskongress. Ein super Team, gute Stimmung, schön. Spannend, wenig Schlaf. Arbeitsintensiv, lehrreich. Beeindruckend war, das war auch die junge Gruppe, die sich gut positioniert hat, die sich sehr gut dargestellt hat, die zwar noch ein bisschen ungeduldig sind, aber die werden in diese Verantwortung sehr schnell reinkommen. Für mich war es extrem spannend. Ich fand die Diskussion sehr anregend und ich denke auch, das Ganze ist am Ende sehr erfolgreich ausgegangen. Das Highlight war gewesen, dass wir, glaube ich, einen sehr guten Bundesvorsitzenden haben, wo ich mich freue, dass wir mit geballter Macht jetzt hier vorangehen. Highlight fand ich wirklich eben unseren Festakt. Also die Redner fand ich da sehr gut. Wir haben einen super Griff gemacht mit Professor Dr. Di Fabio. Persönliches Highlight.
Ich hoffe, das steht uns heute Abend noch bevor. Lasst es uns jetzt einfach noch mal ein bisschen gut gehen. Na, wir haben hart gearbeitet. Jetzt kommt natürlich noch mal ein absolutes Highlight und da freue ich mich drauf. Wir schwingen das Tanzbein. Ich freue mich auf eine schöne Abendveranstaltung. Ich werde auf jeden Fall tanzen, wenn die richtige Musik kommt. Einfach mal familiär zusammensitzen und auch feiern. Das gehört zu so einem Bundeskongress auch dazu. Ich bin kein Tanzbär, aber mein Kollege bestimmt hier. Das ist unser liebster Tanzpartner. Unbedingt.